Hi und herzlich willkommen bei Staubitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr super leckere und proteinreiche Low-Carb-Knödel oder auch Klöße mit einer tollen Konsistenz ganz einfach und schnell selber machen könnt. Beginnen wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar wird der Kloßteig für die Low-Carb-Knödel ganz einfach zusammengemixt. Nehmt euch also euren Mixer und gebt dann zunächst erst einmal 20 Gramm Flohsamenschalen oder alternativ auch 7 Gramm Flohsamenschalenpulver, 4 Gramm Johannesbrotkernmehl, 60 Gramm geriebenen Parmesan und eine Prise Salz hinein und vermixt alles gut miteinander. Anstelle von Johannesbrotkernmehl könnt ihr hier übrigens auch Xanthan oder Guarkernmehl nehmen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass der Kloßteig mit Johannesbrotkernmehl einfach am wenigsten klebt und sich am besten weiterverarbeiten lässt. Nachdem ihr die trockenen Zutaten jedenfalls schön fein gemahlen habt, gebt ihr jetzt noch 160 Gramm körnigen Frischkäse sowie 2 Eier dazu. Ja, und dann wird erneut alles noch einmal miteinander vermixt. Und das ist dann auch schon alles, was ihr für die Zubereitung von dem Low-Carb-Kloßteig machen müsst. Lasst den Teig nach der Fertigstellung auf jeden Fall für ca. 5 Minuten ruhen, da die Flohsamenschalen einfach etwas Zeit zum Binden brauchen und sich der Teig dann besser weiterverarbeiten lässt. Nach der Ruhezeit bemehlt ihr anschließend jedenfalls eure Arbeitsfläche. Dafür nehme ich Bambusfasern aufgrund ihrer Feinheit und ihres neutralen Geschmacks immer sehr gerne und holt euren Teig aus dem Mixer. Auf eurer bemehlten Arbeitsfläche knetet ihr den Teig dann am besten noch einmal mit der Hand etwas durch und teilt ihn dann anschließend in ca. 8 gleich große Portionen. Jetzt nehmt ihr euch jedes Teigstück, formt es zu einer runden Kugel und drückt, wenn ihr mögt, mit dem Finger noch eine kleine Mulde hinein. Nehmt euch als nächstes einen Topf mit Wasser, gebt etwas Salz hinein und bringt anschließend alles zum Kochen. Sobald das Wasser kocht, könnt ihr eure Knödel auch schon direkt ins Wasser geben und, ganz wichtig, den Kochtopf auch schon direkt wieder von der Kochstelle nehmen. Lasst die Knödel dann einfach in dem heißen Wasser für ca. 20 Minuten ziehen. Ja, und nach der Ziehzeit sind die Knödel dann natürlich auch direkt bereit zum Verzehr. Probiert es auf jeden Fall mal aus, denn dieses Rezept ist wirklich eine tolle Alternative zu normalen Klößen und zudem auch noch, wie ihr gesehen habt, wirklich so einfach. Das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken findet ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de. Einen Link dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Ansonsten schaut auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut!